So, aber in Dark Souls 2 sind die Mimics ziemlich easy. So, gut. Das Militärlager wird damit aufgeräumt, mehr oder weniger. Wir haben alles kaputt gemacht, außer die Zelte. Ah, hier ist noch ein Rad. So viel dazu. Das war jetzt die Rache, das war Karma. So, dann gucken wir mal, ob ich die Dinger wegschießen kann, genau. Mhm. Konnte ich. Bei den Jungs mache ich allerdings keinen großen Schaden. Jedenfalls nicht mit dem Bogen. Weil der Bogen auch, glaube ich, kaum abgegradet ist, oder? Ja, ist nur Langbogen plus 3. Das reicht auch vollkommen, für was wir ihn zurzeit brauchen. So, die Arbeiter da hinten will ich mal bleiben lassen, wo sie sind. Die gehören übrigens nicht zur königlichen Armee. Das sind die Arbeiter der Lichtsteinbucht. Und die sind nicht nur, dass sie Hüllen sind, sie sind auch verderbt worden. Nämlich vom Eigentümer der Lichtsteinbucht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Oh. Ja, hi Jungs. Schön, dass ihr mich besuchen kommen wollt. So, einer ist weg. Zweiter ist weg. Au. Der mit der Fackel ist ungemütlich. Gut, einmal heilen. Und wie ihr sehen könnt, hier hinter der Kapelle, da unten. Erstmal sehen wir da unten noch mehr Arbeiter am Werkeln, so einigermaßen. Aber da hinten sind überall so Ruinen oder Behausungen in den Stein geschlagen. Und dort werden wir auch noch hinkommen. Genauso wie da unten zu dem Holzweg. Wie das jetzt gerade klang. Jedenfalls jetzt wollen wir gerade erstmal weiter. Ohne viel zu spoilern, im New Game Plus, an dieser Stelle hier, wenn man im New Game Plus ist, kommt der Gebietsboss hier rausgekrabbelt und greift einen an. Das habe ich einmal miterleben müssen. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt, dass der da auf einmal aufgetaucht ist. Genau, Vision vom Boss wird hier sogar erwähnt. Ah, es kommen nur zwei. So. Und weg mit dir. Der Bauernhose. Ja. Das hier wird noch lustig werden. Also erst einmal ist der Boden sehr auffällig. Und wenn man hier an die Decke guckt, dann sieht man sie schon. So, das war Nummer 2 und da hängt Nummer 3. Gut. Dass wir auch mal was mit dem Bogen machen können. Wir müssen auch in diese Löcher reingucken. Wir sehen sie nämlich dann meistens, wenn sie sich hier drin irgendwo verstecken sollten. Tun sie allerdings nicht. Ah, ja. Das können wir nachher gleich auf dem Weg anzünden. Hier sind auch wieder welche. Aber nicht nur die. Oh Gott. Ja, hallo. Oh, Fubu.
Guck, dass du Land gewinnst und wegkommst. Oh, das waren jetzt ein paar schöne Kills. Ein paar schöne Triple Kills. So, Sesam, öffne dich. Normalerweise, wenn wir hier öffnen, genau, geht die Ködersphäre los. Und die lockt eigentlich alle Spinnen hier an, wenn wir sie nicht jetzt vorher schon getriggert hätten. Okay. Okay. Da ist schon der erste Bossraum. Also ich meinte nicht den Boss, der jetzt kommen wird. Gerade eben, dass der da auftaucht. Wir hören ihn sogar schon johlen, den Boss. So. Hier hinterm Boss ist... Achso, nur Priesterrock und so weiter. Ah, hier ist Wasser. Naja, auch nicht sonderlich. Früher war, also im Original Dark Souls 2, war hier eine Titanitscherbe versteckt. Das wäre nicht schlecht gewesen jetzt. Ey! Wo kamst du her? Dich habe ich gar nicht gesehen. Menschenbild. Ja, das werden wir jetzt brauchen. Weil jetzt gehe ich zurück. Und ich hätte erst das Menschenbild benutzen sollen, bevor ich mich geheilt hätte. So, weil jetzt habe ich nicht genug... Jetzt habe ich nicht volles Leben. Denn jetzt kommt eine der wahrscheinlich umständlichsten Stellen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Deswegen erwähne ich es jetzt. Wir haben jetzt Lucatil aus Myra ganze viermal beschworen. Eigentlich wäre nur dreimal nötig gewesen, aber wir haben es viermal gemacht und wir haben sie viermal durch den Kampf durchgebracht. Und damit haben wir eigentlich ihre Questline abgeschlossen. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Wir werden sie eine ganze Weile lang nicht mehr sehen. Das letzte Mal im... in der Black Gulch war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben für eine ganze Weile. Und dass sie auch mit uns gekämpft hat, war das letzte Mal beim Schmelzerdämon. Oder eben beim Morden, je nachdem, was man zuerst macht. Wir nehmen uns jetzt einer anderen Questreihe an. Nämlich seiner. Bernhard aus Juro beschwören. So, während er beschwört, zünde ich schon mal die Fackel an. Achso. Fackel anzünden, genau. Und hier können wir noch jemanden beschwören. Wahrscheinlich einen Spieler. Morgoth. Ja, du siehst aus wie ein Spieler. Aber für den Boss, der jetzt kommt, brauchen wir keinen... Bräuchten wir nicht mal Bernhard aus Jugo. Aber wir nehmen ihn halt mit für seine Storyquest. Denn auch wie bei Lucatil gilt es, ihn dreimal durch einen Bossfight durchzubringen. Der erste Boss, den haben wir hier. Also wir waren schon an der Nebelwand zu diesem Boss. Insekt voraus, versucht Fackel. Ja, ich zünde die Fackeln einfach mal an. Die beiden Fackelnhalterungen hier. So. Während ich auf Bernhard warte, oder Bernhard aus Jugo, und dann geht es jetzt hier in dem wohl lächerlichsten Bossfight im ganzen Spiel. Nämlich der umherstreifende Magnus und seine Versammlung. Erst einmal die Priester ausschalten. Während Bernhard schon auf den Magnus losgeht. So. Au. Genau. Ja, der tut mich ständig rumschubsen.
Die Versammlung besteht aus den Priestern und dem Gesindel, was hier so rumkreucht. Und der Magnus selber ist das hier. Also der ohne Lebensbalken. So, ich sagte ja, der Boss ist ein Witz. Gerade mit Bernhard habe ich mich gar nicht anstrengen müssen. Und das Einzige, was wir kriegen, ist eine Titanitscholle. Der droppt nicht mal eine Seele. Gut, aber dick fandst du, ja. So, damit ist Bernhard mal weg. Und wir können auch weiterziehen. Wir können uns hier weiter umschauen. Hier wäre eine Leiter nach oben. Da ist ein Schmetterling. Der droppt, glaube ich, was Nettes. Ja, genau, ein verwelktes Dämmerungskraut. Das sind die Secret-Schmetterlinge, die jetzt... Ich glaube, die sind schon teilweise aufgetaucht, aber ich habe sie übersehen in der letzten Zeit. Ja, ein Leuchtfeuer voraus. Das ist nett. Das ist nämlich unser nächstes Leuchtfeuer. So. Gegenstandskiste. Dich aussortieren, dich aussortieren, dich. Seele haben wir ja, wie gesagt, keine von ihm gekriegt. Die Girmaxt. Die große Girmaxt. Weil wir haben die Girmaxt und wir haben jetzt die Girmgroßaxt. Eine von den Girmnummern benutzt du Großaxt. Und hier steht ja genau dasselbe. So, Speere behalten wir mal. Der Weisheitsstab kann weg. Und das Priestergewand. Traditionelles Gewand der Dwanglik-Kleriker. Die Kleriker von Dwanglik haben sich ihren symbolischen Status bewahrt, doch werden sie von der königlichen Familie auf Distanz gehalten. So als wäre Existenz nicht mehr als eine Formalität. Dwanglik-Kleriker tragen je nach ihrem Geschlecht unterschiedliche Kleidung. Der wahre Hintergrund ihrer Kleiderregel ist längst untergegangen. Dies ist ein Gewand für Frauen. Also ja, ich mit einem männlichen Char könnte ich das Gewand nicht tragen. Und die Finstergarmaschen. Damit hätten wir, glaube ich, das vorletzte Teil der Finsterrüstung, oder? Wir haben die Finsterrüstung, wir haben die Stulpen und wir haben jetzt die Gamaschen. Sehr schön. Fehlt nur noch der Helm. Und dann haben wir das Darkwave Set. So. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück. Ja, Spinnen und anderes Viehzeug. Wir könnten theoretisch hier runterspringen und so eine Abkürzung nehmen. Allerdings nicht nötig. Ich will erstmal hier lang. So, die Schmetterlinge respawnen auch nicht mehr. Ein gebossener roter Augapfel. Hurra für Rollen. Und hier ist ansonsten nichts mehr. Nee. Hier geht's nach oben. Und wir sehen schon, hier sind jede Menge Spinnen. Und ein Typ, der einem ziemlich bekannt vorkommen dürfte eigentlich. Jedenfalls von der Ausrüstung, die er trägt. So, eine schwindende Seele. Ein Asketenleuchtfeuer. Schwindende Seele, kleines Kleriker Parma. Hallo. Something seems to be bothering you. Yes, yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. I am Cromwell. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Together, they are the essence of life. Don't you agree? Mhm. Also ja, ist der neue Ablassprediger. But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, yes, how tiny and frail are we?
But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me.